Ja, liebe Genossinnen und Genossen, mein Name ist Philipp Rubach, ich bin 24 Jahre jung, parteilos und Direktkandidat für Die Linke in Nordsachsen. 1996 geboren, wuchs ich in der Plattenbausiedlung Weimar West auf und bin dann im ländlichen Raum bei Dresden groß geworden und habe 2015 mein Abitur gemacht und stehe nun aktuell mitten in meinem Staatsexamen. Frühzeitig politisiert, wie auch Silvio Lang vielleicht noch bestätigen kann, streite ich nun schon seit knapp 10 Jahren für linke Ideen. Da ist zum einen das Thema Antifaschismus, zum zweiten das Thema soziale Gerechtigkeit und zum dritten, und das ist mir besonders wichtig, ostdeutsche Belange. Vor allem mit Aufbruch Ost, einer Initiative, die ich 2018 in Reaktion auf das Bundestagswahlergebnis 2017 ins Leben rief und auf den Rechtsruck hier in Sachsen, um die Politik wieder näher zu den Menschen zu bringen und für einen solidarischen Osten zu streiten. Unsere Parteivorsitzende Susanne Hennig-Welsow beschrieb uns jüngst so: Aufbruch Ost, das sind ja lauter junge Leute, die den Osten beleben mit Kunst, Kultur und Politik, mit eigener Gestaltung von Gesellschaft, Kommunen, Städten und dem Anspruch, uns gehört diese Welt, also gestalten wir sie auch. Warum ich so unermüdlich für den Osten streite: Wenn es in deiner Familie kaum ein Kaffeetrinken gibt, bei dem die Abwicklungsprozesse nach der Wende kein Thema sind, wenn Arbeiterinnen und Arbeiter im Osten pro Jahr im Schnitt fast 5.000 Euro weniger Lohn als im Westen erhalten und das, obwohl sie im Schnitt 56 Stunden mehr arbeiten müssen, wenn nur 1,7% der Spitzenpositionen auf Bundesebene von Ostdeutschen besetzt sind, wenn Pegida mit dem Ruf "Wir sind das Volk" durch deine Stadt läuft, wenn die AfD bei Wahlen im Osten mehr als doppelt so viele Prozente wie im Westen erzielt, wenn du trotzdem gerne an die Ostsee fährst, dir die Menschen wirklich am Herzen liegen und du den Rechten nicht das Feld überlassen willst, dann streitest du für deinen Osten. Und genau das habe ich getan. Das habe ich getan, indem ich 2018 die Initiative Aufbruch Ost ins Leben rief. Und das will ich jetzt für Die Linke im Bundestag tun. Wir erleben aktuell rekordverdächtig viele Streiks und Arbeitskämpfe in Ostdeutschland. Einen regelrechten gewerkschaftlichen Aufbruch im Osten des Landes. Einen Aufbruch, der ein wichtiger ist, um endlich gleichwertige Arbeits- und Lebensverhältnisse herzustellen. Menschen aus der Ernährungsindustrie Ost sind unter dem Motto "Lohnmauer einreißen" auf die Straße gegangen. Mit Maske und Abstand, aber wild entschlossen. Und aktuell kämpft die IG Metall für die Ost-West-Angleichung. Immer wieder habe ich mit Aufbruch Ost im vergangenen Jahr die Beschäftigten bei ihren Kämpfen unterstützt. So habe ich auch bei Haribo für ordentlich Betrieb gesorgt, um den Versuch zu wagen, die 150 Arbeitsplätze im sächsischen Haribo-Werk in Wilkau-Haslau zu retten. Und nun will ich für Die Linke diesen gesellschaftlichen und betrieblichen Aufbruch Ost in den Bundestag tragen und für eine stärkere gewerkschaftliche Verankerung streiten. Denn seien wir doch mal ehrlich, wir schreiben das Jahr 2021 und noch immer gibt es solche gewaltigen Unterschiede zwischen Ost und West. Wenn ein junger Mensch wie ich, Jahrgang 1996, so unermüdlich für den Osten streitet, dann ist das ein Schlag ins Gesicht der CDU und ihrem angeblichen Erfolgsprojekt der Wiedervereinigung. Gerade für meine Generation wird die Frage, ob auf die Deindustrialisierung der Treuhand Anfang der 90er Jahre nun eine Reindustrialisierung, ein New Deal Ost folgen wird, eine ganz entscheidende sein. Und ebenso die Frage, ob es für uns als junge Ostdeutsche endlich auch Führungspositionen dieses Landes gibt, ob wir es in diese Reihen schaffen, denn noch immer sind Ostdeutsche massiv unterrepräsentiert und Besserung ist nicht in Sicht. Denn wie der Soziologe Raj Kolmorgen richtigerweise festgestellt hat, rekrutieren sich westdeutsche Eliten immer wieder selbst. Die Ignoranz der CDU, nicht nur bei diesem Thema, ist meines Erachtens mitverantwortlich für den Aufstieg der AfD. Und ich sage daher ganz klar: Ich wünsche mir mehr Rebellion, gerade unter jungen Ostdeutschen. Halten wir der CDU den Spiegel für ihre desaströse neoliberale Politik vor
und denen, die glauben, wenn die Alten wegsterben, dass ich damit das Problem erledigt habe. Ich sage, wir werden erst Ruhe geben, wenn es auch Gerechtigkeit gibt.